Bücherfreunde, herzlich willkommen bei diesem Vlog. Ich hoffe zumindest, es wird ein Vlog, der dann auch öffentlich geht. Ja, heute ist Freitag und ich mache mich gleich auf den Weg nach Heidelberg. Denn dort gibt es morgen ein Bücherfreunde-Treffen, was die liebe Melanie organisiert hat. Und ja, ich werde da auch ein bisschen private Zeit verbringen, heute Abend und morgen Vormittag und auch am Sonntagvormittag. Da gibt es auch schon einen coolen Plan, den ja Becky und ich ja so ein bisschen besprochen haben. Ja, ich werde meine liebe Becky wiedersehen, wir werden ein bisschen Freundezeit haben, aber natürlich dann auch all die Bücherfreunde treffen und da freue ich mich schon sehr. Ja, die letzte Tasse Tee in der Hand, ist auch gar nicht mehr viel drin, nur noch ein Schluck. Koffer bzw. Reisetasche ist gepackt, 9 € Ticket ist schon da und hier hinten am Kühlschrank sieht man auch schon, wunderbar, die Essensregelung meiner Katzen, denn die werden natürlich versorgt und ja, das soll natürlich jeder Bescheid wissen, wann, wer, was, wie zu essen bekommt. Und ja, ich freue mich, ich bin sehr gespannt auf den Zug, wie viel da so los sein wird. Und ja, bin trotzdem super neugierig, ich war noch nie in Heidelberg, bin dementsprechend natürlich auch gespannt auf die Stadt, habe so 3-4 Dinge auf der To-Watch-Liste, bin auch gut versorgt mit Hörbüchern und ich werde auch mein Tablet mitnehmen, habe mir da von meiner aktuellen Serie auch mal 3 Folgen runtergeladen. Vielleicht hat man wirklich einfach die Möglichkeit, wenn man eine längere Strecke hat, ich habe 3 Umsteige, da einfach mal eine Folge zu schauen. Ansonsten Hörbuch, ich habe auch noch das aktuelle Buch einstecken. Das werde ich euch jetzt, glaube ich, aber dann auch einfach ein bisschen zeigen. Und ja, dann möchte ich euch ein klein wenig an diesem Wochenende mitnehmen. Und ja, bin super gespannt und hoffe, dass ich das mit dem Vloggen einigermaßen hinbekomme und immer mal dran denke. Und ja, jetzt trinke ich meinen letzten Schluck Tee, bevor es dann auch langsam schon auf dem Weg zum Bahnhof geht. Wir sind am Schloss und das sieht man hier jetzt irgendwo im Hintergrund. Und wir müssen echt sagen, das hat sich absolut gelohnt, hier hoch zu fahren. Wir waren nämlich faul, haben die Bahn genommen, hat jetzt 9 € gekostet. Der Eintritt ins Schloss ist frei und jetzt sind wir hier im Schlossgarten. Das sieht natürlich richtig schön aus. Also Wahnsinnsblick auch. Ich hoffe, ja, es schaltet dann scharf. Ja. Wahnsinnsblick über Heidelberg. Lohnt sich. Alle Daumen von uns nach oben.
Ich bin gut zu Hause angekommen. Es war eine Odyssee und ich muss sagen, so geil Geiz wohl manchmal ist beim 9-Euro-Ticket, hört irgendwie Geduld, Nerven und der Geiz wirklich aus. Es war heimwärts wirklich heftig. Ich bin dann in Würzburg gestrandet. Mein Anschlusszug nach Bamberg war für die nächsten 3 Stunden abgesagt. Ich konnte dann in einen Zug von Würzburg noch nach Nürnberg umsteigen, aber auch von dort wäre ich dann nicht nach Hause gekommen, weil irgendwas auf der Strecke bis zum Mittelweg irgendwie gesperrt war, Feuerwehreinsätze, keine Ahnung. Und ja, dafür kann die Bahn am Ende nichts, wenn es Personenschaden gibt, aber es, und ich habe das Glück, dass ich abgeholt werden konnte mit dem Auto. War auch alles in Ordnung, wir sind gut zu Hause angekommen, aber alleine ja schon die Hinreise, die ich wirklich stressig empfand, so viele Menschen, zum Glück da nur 20 Minuten Verspätung, was nicht schlimm war, aber heimwärts, das war wirklich heftig. Also ja, so geil das alles sein mag mit den 9-Euro-Tickets, es ist aber nicht günstig im Sinne von, dass ich wirklich Zeit aufbringe, die für mich sehr wertvoll ist. Und auch Nerven. Und da muss man sich das wirklich überlegen, ob einem das wert ist, zumindest auf so einer etwas längeren Strecke. Ich glaube, wenn man jetzt eine kleine Strecke vielleicht irgendwie bis zu 2 Stunden hat, mag das in Ordnung sein. Aber wenn man wie ich über 5 Stunden unterwegs ist und ständig irgendwas ist, da ist man einfach nur gerädert. Aber kommen wir zum Abschluss noch zu den schönen Dingen, die ich mitgebracht habe. Wir waren in einem TK Maxx und ich habe mir 2 Duftkerzen mitgenommen. Zum einen von DW Lava. Und das sieht auch von oben mit dem Roségold richtig schön aus. Das ist auf jeden Fall ein sommerlicher Duft. Er ist sehr frisch. Er erinnert mich so ein bisschen an diesen Monoi-Duft, den es ja von Yves Rocher gibt. Ich glaube auch DM hatte sowas mal als Aftersun. Ach, ich finde den richtig toll. Also wirklich so sommerlich, vielleicht ein bisschen Pina Colada, Sonnencreme. Richtig, richtig toll. Und von DW habe ich aber auch, glaube ich, schon 1 oder 2 Düfte. Und bei TK Maxx dufte ich auch sehr gern an Sand and Fork. Und diesmal Coconut Palm, hat hier oben auch so einen coolen Deckel. Und ja, das riecht im Grunde auch mega sommerlich. Natürlich nach Kokosnuss. Es hat was Frisches, aber nicht nach frischer Wäsche. Aber es hat was Kokosnussig riecht, aber eben nicht nach dieser Kokosnuss, die man zum Beispiel von Lotions, Aftersun, Sonnencreme kennt. Es hat eher auch ein bisschen was Spritziges. Vielleicht ist da auch eher der Hauch Kokosnusswasser mit drin, hat auch ein bisschen irgendwie was Aquatisches. Also ein ganz toller Duft und der hat jetzt, glaube ich, genau 11 Euro gekostet und der lag bei 9 Euro. Also tatsächlich auch kleine Schnäppchen im TK Maxx. Dann habe ich mir auch eine Postkarte aus Heidelberg mitgebracht und mich hat diese coole Eule bei Jokers angelächelt. Und dann durfte auch ein Buch mit. Ich hatte einiges an Payback-Punkten und wir waren ja auch in einem Thalia. Und da ist mir dieses Buch über den Weg gelaufen. Das Erbe des Weißen Wolfes, magische Geschichten aus der Welt des Hexers. Das sind Kurzgeschichten von verschiedensten, ich glaube auch nur polnischen
Autoren, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, es gibt auch ein Geleitwort von Sapkowski selbst. Genau, es ist alles aus dem Polnischen übersetzt. Und wir sind hier, es ist eine Hommage an den Hexer. Die Geschichten sind inspiriert von der Hexersage. 11 polnische Autorinnen und Autoren, eigene Geschichten geschrieben, die in der Welt des Hexers angesiedelt sind. Ich vermute mal, man könnte es so als Art Fanfiction wahrscheinlich betrachten. Ein Muss für alle Geralt-Fans, und die Autoren haben eben den Kosmos der Hexersage weitergedacht und lassen Geralt, Rittersporn, Yennefer und weitere vertraute Figuren auftreten und die Hexerwelt mit ihren Elfen, Striegen und Flatterern lebendig werden. Und da freue ich mich drauf. Also auch wenn es nicht von Sapkowski ist, kommen wir hier im Grunde nochmal in die Welt, und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Dann durfte auch ein neues Bändchen Lesezeichen. Ich mag die ganz gerne, gerade wenn man unterwegs ist und hat ein Taschenbuch dabei. Und hier steht drauf, Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde, von Sean Paul. Ja, fand ich richtig schön. Ich mag diese Lesezeichen wirklich sehr gerne und dementsprechend nehme ich das mit. Ja, Heimwärts habe ich tatsächlich nicht irgendwie viel Hörbuch gehört oder gelesen. Ich habe auf meinem Tablet ein bisschen Serie geguckt, was ich mir vorher bei Netflix heruntergeladen habe, weil ich tatsächlich so ein paar Bedenken hatte wegen meinem Akku, weil ich ja dann doch recht viel telefoniert habe, geschrieben habe, Internet war, und da dachte ich schon, oh, spar mal ein bisschen Handystrom. Du stehst sonst irgendwo und erreichst niemanden mehr. Also das nächste Mal packe ich auch eine Powerbank ein. Ja, das war jetzt der kleine Vlog in irgendeiner Art und Weise von dem Wochenende in Heidelberg. Ich hoffe, die Inspirationen haben euch gefallen. Es war für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende und auch ein Freunde-Wochenende mit Becky und mit lieben Büchermenschen. Dann auch am Samstag. Mel hat uns da wirklich ganz, ganz toll durch Heidelberg geführt. Und wenn ihr da mal dort seid, das Schloss ist also wirklich ein Must-See. Und ich kann auch so eine Bootstour auf dem Neckar wirklich sehr empfehlen. Vielleicht auch mal ein bisschen länger als nur 50 Minuten, weil das war richtig angenehm, richtig schön. Ich hätte da auch noch 3 Stunden länger sitzen können. Aber überlegt es euch wirklich, ob ihr das mit dem 9-Euro-Ticket macht oder euch irgendwie vielleicht einfach ein normales Ticket holt. Wobei, das hilft einem wahrscheinlich dann auch nicht weiter. Aber ja, schreibt mir gerne, wie euch der Vlog gefallen hat, ob euch die Impressionen gefallen haben. Und das war es jetzt von mir. Ich entspanne mich jetzt in meinem wohlverdienten Urlaub, wobei, wenn ihr das seht, bin ich ja eh schon wieder aus dem Urlaub auch zurück und werde mich von der Tortur, von der Odyssee auch ein wenig entspannen. So, jetzt macht's schön gut. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.